Ja, hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung, ich habe vergessen zu zählen. Ich hoffe, du hast es geschafft. Das macht nichts. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mazurek oder so ähnlich. Der Polen-Map. Zusammen mit dem Jens von Deppen-TV. Hallöchen. Ja, das war jetzt irgendwie gar nichts. Vergessen anzuzählen und noch. Ja, wir sind einfach spät dran heute mit den Aufnahmen. Ja, so ist das nun mal, wenn man Familie hat. Ja, wir, beziehungsweise ich bin am Bressen gewesen. Wir haben jetzt aus dieser kleinen Wiese nur durch das einmal Pflügen und einmal Düngen, was ja automatisch nach dem ersten Mähen passiert, haben wir jetzt 10 Ballen statt 7, nur um mal ein bisschen Statistik hier aufzufahren. Das finde ich schon echt erfolgreich. Und Jens ist ja noch in dem Bereich ohne Pflügen und ja, so eine Düngestufe, vielleicht auch noch eine zweite, wenn er gleich drüber kommt, wo er merkt, dass halt Ich hoffe, nicht so erfolgreich ist, ne? dass es jetzt die zweite annimmt. Dass das reicht. Von daher Weil so das wird's Feld hatte ich einfach. ja gepflügt, glaube ich. Wo ich jetzt drauf bin. Ja, du hast auf jeden Fall einen Flug gemietet. Einer ist ja noch Ja. gemietet drin. Den habe ich gemietet, genau. Aber Weil jetzt du muss ich hast mal ja gucken, ob gesagt, ich. dass wenn dann der Lohner kommt, der kann dann einen großen kaufen Flug. So war deine Argumentation. Ja, genau so sieht's aus. Aber kann ich hier langfahren durch die Büsche? Ja. Dann brauche ich nämlich nicht noch mehr kaputt fahren. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wo die Schafe ihr Wolle Oh, hinhören. Wobei die ne. Schafe machen das ja nicht selber, aber. Warum hat er denn hier zwischen den Feldern überall Kolli eingebaut, ey? Dann hätte er doch Feldwege machen sollen. Man muss ja irgendwo auch vom Feld wieder runterkommen. Da sind da Zäune zwischen. Nee, aber Sträucher und Bäume. Ansonsten ist ja Grünstreifen, aber ausgerechnet da, wo es ein bisschen enger ist, da stehen dann Sträucher mit Ah. Kollision. Hier sind unsere Schafdinger. Sehr schön. Ja. Also mein Helfer ist aber auch lahmarschig. Ja, wenn. Ach ne, wir haben nicht den erweiterten Helfer. Oh, ich habe den Hund Doch, überfahren. den AI-Helfer haben wir aber. Ja, aber nicht den erweiterten, wo du mit Namen und dann der verschiedene Fähigkeiten hat und dann Ach so, dementsprechend. ja, nee, den haben wir nicht. Ja, so. Den habe ich ja bei mir im Singleplayer, habe ich den drin. Der ist ja Ja, von der ich Black auch, ja. Panther Group. Ja, ich habe den auch drin, aber der verträgt sich halt nicht mit den Cursplay. Weil Doch, der. bei mir ja läuft. Ja, aber der stellt zu oft neue. Im Multiplayer, hier auch im. Neue Helfer ein, ja. Auf dem Multiplayer. Und ich will ja meine Festnahmen. Und teilweise ist, obwohl ich noch einen freien hatte, hat er trotzdem noch eingestellt, dass ich da jetzt irgendwie 8 neue Helfer halte. Also im Multiplayer. Im Singleplayer scheint das alles zu klappen, dass er das erkennt. Im Multiplayer kommt er damit nicht so klar. Von daher habe ich den jetzt Ah. hier rausgetan. Ich nehme das nicht so ernst, ob der das jetzt da ein neu einstellt oder nicht. Ja, aber der Wenn ich kostet die dich ja immer Geld dann. ja, das macht ja nichts. Ich muss die Helfer ja sowieso bezahlen, ne? Wenn dann 18 Helfer hast, ist auch blöd, ja. Ob du was für mich machst oder der Cosplay-Helfer, bezahlen muss ich ja alle. Ja, ein Helfer schon, auch wenn es 5 sind, okay, aber wenn dann es auf einmal 18 sind oder 9 hatte ich, glaube ich, Ja. als da getestet, das ist natürlich schon viel, wenn das 7 Wochen durch, eine Woche durchgeht. Ich glaube, du kannst ja erst nach 2 Wochen kündigen. Und dann kostet Ja, es auch noch so einmal genau habe Betrag. ich mir den Mod eigentlich noch gar nicht angeguckt. Ich habe den immer einstellen lassen im Singleplayer, da war mir das egal. Okay. Ich habe mir immer welche eingestellt und dann hat er so einen Donald. Also ich wollte nur Frauen haben, auf einmal hat er Männer eingestellt, jede Menge. So, kann schon mal anmachen. Ja, dann können wir Der die hält? 10 Ballen, die werde ich auch verkaufen fahren. Boah, der hält das Rohr in die verkehrte Richtung. In eine Frucht, was ein Held. Das ist der normale Helfer eben, das ist der Unterschied, oder? Ja, aber es macht der andere auch. Ja, aber wir würden ja rausfahren, so ist es ja Ja. nicht. Warum entlässt er jetzt den Helfer nicht? Helfer entlassen, ja, drücke ich da drauf. So, und dann haben wir die 10. Wir werden nicht reich jetzt dadurch, das weiß ich schon. Aber wir können vielleicht eine Nice. Ballenpresse mieten, dann beim nächsten Mal. Ja, dass du mir schön das Stroh dann pressen kannst. Ja, die habe ich ja schon. Eine Ballenwickler meinte ich. Presse habe ich schon.
Presse habe ich schon, das ist cool. Bist du schon, hast du schon Krone? Du hast noch Mais, ne? Bist nein, nein, mal? Im Moment bin ich noch beim Mais gegangen. Okay, dann sehe ich schon. Kann ich erst, wenn ich da gedrescht habe. Ja, sag Bescheid. Ich bin ja mit dem Mais angefangen wegen dem Füttern, weißt du? Ja. Ja, Mais sind 50% bei den Schweinen, das ist schon viel wert. Ja, ja, deswegen. Ich werde jetzt mal die Ballen verkaufen. Aber ich werde jetzt mal eben ein Stück Silber fahren. Mit dem Drescher, weil sonst zieht er das nicht gerade hier. Voilà. Boah, ist echt der verkehrte Drescher. Ich muss gucken, dass ich dann zu Geld komme. Ein anderen Drescher, der ist ja viel zu klein. Ich glaube, das ist doch da oben. Wo ist Sellpoint? Dann wird das auch da sein. Hier hat er die Hälfte stehen lassen, aber das ist ja Standard. Also ein bisschen immer was stehen lässt, der Helfer hier. Ja, du hast ja den. Du hast den Groten geholt. Aber du kannst auch den Krone holen, oder wie der heißt. Der passt ja auch ein anderes Mähwerk dran. Wie heißt das? Schneidwerk dran. Ah, das reicht erstmal hier für den Anfang. So, ich glaube, den hoch muss ich nämlich. Ja, 10 Ballen. Ich bin mal gespannt, was wir dafür kriegen. Wir werden nicht reich dadurch, aber. Schon mal ein kleines Polster wieder, ne? Ja, Polster ist übertrieben, aber ja, man kann sich mal was mieten oder so. Das musst du ja wenigstens den ersten Tag musst du mieten können. Danach kannst du im Minus gehen, aber wenn du den ersten Tag nicht hast, das Geld, dann kriegst du gar nichts. Ja, das ist immer so ein Problem, das stimmt. So, mal langsam. Immer ruhig mit der jungen Pferde hier. Das ist hier falsch, wo ich hinfahre. So, mal ein bisschen gerade ziehen hier. Dass er eventuell nicht solche Schwierigkeiten hat, wenn ich den Helfer wieder einstelle. Ja, weil ich hier durchfahren kann, Feldwege. Jetzt bin ich vielleicht auch auf Feldwegen, auf denen du warst. Das ist möglich. Aber auf jeden Fall habe ich die ersten Schweinchen da. Das ist schon mal viel wert. Auch wenn es nur 9 Stück sind. Ja, ich die bringen aber schon mal Mist. Die bringen mir schon mal Gülle zum Düngen später mal. Ja, 9 hast du, ich habe 33 Schafe. Ja, ich wollte ja nicht mein ganzes Geld ausgeben. Ich schon. Ich spare erst noch ein bisschen und dann kommen die nächsten 9. Weil 27.000 für 9 Schweine ist schon was. Ja. Es gibt ja Mod, wo die Tiere günstiger sind. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Viehmarkt auch so ist. Was das ein Mod gibt? Nee, wie teuer die da sind. Das ja, wird nicht in der Regel passieren. Ferkel sind dann günstiger. Also was teuer sind, sind Zuchtschweine und Zuchteber dann. Die sind dann eher teurer. Weil dann musst du da erst züchten, aber da ist halt gute Erbanlagen und so. Das ist dann meist teurer. Das ist ja eigentlich bei jeder Tierzucht so. Ja. Bei Ob Pferden Kühe, ist Schweine, auch so, Schafe, Pferde. Hunde, Katzen. Alles, was gezüchtet wird, wo gute Erbanlagen sind, das ist teuer. Ratten, Mäuse. Ja. Na gut, da vielleicht ein bisschen weniger, aber. Komm rum, ich will das erste Stück mitnehmen da. Ja, geschafft. Ich dachte, das war cool mit dem Stroh. Strohverkauf ist am Viehhändler. Ja, wo ist der? Wenn ich das richtig. Oben links in der Ecke von der Karte. Da wo ich bin, ja. Nee. Warte? Oben links, da bin ich doch. Ah, du bist schon zu weit gefahren. Aber ich habe irgendwo war so ein Gelände mit Ballen. Da wollte ich es eigentlich. Ja, das Gelände mit Ballen, das war unten hier bei. War doch unten, ne? Ja, das war unten bei Feld 20 da irgendwo in der Ecke oder 35. Ne, ich meine bei 20. Krass, Stroh Soul Point, ja, ist hier doch hier oben am meisten Geld. Fahr ich mal hier rein. Der Viehhändler war direkt nach dem Milchverkauf da. Oder wenn du von oben wieder rausfährst aus der Ecke als davor. Noch weiter zurück.
So. Ich habe ein halbes Feld geerntet und noch nicht voller Tank hier. Also noch nicht wirklich viel im Silo. Das ist doch grausig. Ey, halt, stopp, zurück. Da fahr ich auch gerade rückwärts. Ja, der bleibt ja nicht stehen, wenn man auf die Bremse tritt, dann geht er gleich im Rückwärtsgang. Fotos machen. Ich wollte noch mal ein Foto von den Schweinchen machen, mal eben hingeworfen. Gut. Groß sind und keiner mehr mag, ne? Ja, genau. Obwohl, die Großen haben auch was. Ja, ich schmecke auch lecker als Schnitzel. Ja, richtig. Wie eine Art. Oh, ich habe sogar welche mit Pünktchen. So, aber das Anlieferungstor muss ich mal zumachen, sonst laufen die noch weg. Ich habe auf einmal einen Radlader im Weg. Ja, genau. So, die sind schon mal gesichert. Wieso können wir mal, was habe ich denn jetzt? Na, das Problem ist, der zeigt die Silos ja nicht extra an, ne? Der fasst das ja alles nur zusammen. Stimmt. Produktivität 45%. Das geht aber. Ja. Ist das hier der Grasträger? Johannes, da rein oder wo willst du sie haben, Jung? Jo, okay, mach ich. Sie müssen ein bisschen Lehm auf den meisten Abladestellen, das ist schon mal ganz cool. Ja, da hast du wenigstens schöne Leute rumlaufen, das stimmt. Was kriege ich denn überhaupt für Körnermais am Verkaufspreis? Das ist auch nicht. 1478. Ne, Quatsch. Wo ist er denn da? 885. Da lohnt sich schon gar nicht zu verkaufen. Die Gerste ist auch so runter und der Weizen. So, muss ich mal hier gucken. Na, nicht mal die. Der Raps lohnt sich, nur die Sonnenblume. Und Sojabohnen. Gibt's doch gar nicht, ey. Ja, nimmt er nicht. Da steht Gras beim Straw Saw Point. Das kann ich hinterfahren. Der Verkauf lohnt sich echt nicht. Oh, jetzt hat er ein ganzes Stück. Naja, weil der automatisch gerade zieht. Naja, ist doof. Ist egal. Muss ich nachher wieder selber machen. Dann fahren wir mal runter zu dem anderen Platz. Mal gucken, ob es da krass annimmt. Ich hoffe mal. Wieso fährt der Helfer nicht bis zum Ende durch und nimmt das noch mit weg? Hä? Also der Giants-Helfer hat auch eine Macke. Ich denke, das ist AI. Nee, ich habe mal den Giants-Helfer genommen gerade. Der hat auch eine Macke. Gucken, wie viel er im Tank hat. Lass ihn aus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. So. Krieg den Anhänger voll? Ich glaube nicht. Oh, wegen Verkehr. Das Schöne ist, du kannst hier komplett im Außenkreis fahren. Dass wenn du dich verfahren hast, dann fährst du halt ein Stück länger, aber bist auch da. Oh, ich hab voll. Ich hab voll, ich hab voll. Was denn? Ah, der Unterstand ist aber blöd. Da muss ich echt über die Wiese hier fahren, um... Ich dachte, ich könnte wacker unter den Unterstand durch, aber da stehen Sträucher im Weg. Okay. Aber Sträucher haben Colli, oder? Ja, ich glaube, die haben Colli. Wo ist denn
Olympics. Oh, je, je. Olympics. Was da Mais am besten ist? Olympics ist ganz oben. Oh, nee, ne? Ach, da, ja, okay. Ja. Wieder da oben hin. Dann fahre ich mal. Ja, da gibt's am meisten für ein bisschen Mais. Körner Mais verkaufen. Ja, die Wolle steht gut. Ich liege bei 7.988. Das ist ein guter Kurs. Aber wenn ich mir Weizen, Gerste und Körner Mais angucke, kriege ich auch eine Krise. Aber ich habe noch nicht so viel. Ich habe gerade mal 500 an Wolle. Ja, eine volle Palette brauchst du schon, ne? Ja, so ist ein bisschen was dann haben. 14.000, das ist natürlich schon was dann. Das sind aber auch Wege hier. Ich könnte man fast meinen, wir wären auf einer Vierfach-Map. Ich glaube, es ist eine Vierfach-Map. Meinst du? Ja, das ist keine Standard. So, hier unten müsste das jetzt hoffentlich irgendwo sein. Ja, bin ich mal gespannt, was ich für 15.000 Liter kriege. Hm, 15 mal, was da steht. Ich habe keine Lust zu rechnen, deswegen lasse ich mich überraschen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich denke mal, das ist hier sowas wie Reifeisen oder Getreidehändler, wa? Okay. Was, Schranke? Geht die auch auf? Jo. Das ist doch nicht in die Garagen. Wo muss ich denn hin hier? Da ist eigentlich Durchfahrt verboten. Ja, wo sind deine Abkipptrigger hier? Ah, da, okay. Hoffe ich, denke ich. In der Regel da, wo das Symbol ist. Da ist auch noch so einer im Reifeisen. Ja, er verkauft. Ich muss mir nur die Rechnung zuweisen, dass ich das Geld kriege. Ja. Wenn er das noch nicht jetzt macht, dann ja, aber eigentlich müsste es direkt bekommen. Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, dann muss ich gleich noch rein. Einnahme Ernte 13.285. Ja, haben oder nicht, ne? Und ich wurde geblitzt, muss 835 Euro eigentlich zahlen, wenn wir nicht im Multiplayer wären. So, hier vorne ist das, okay. Aber dekotechnisch hat er sich ja gut ausgelassen hier, ne? Also ich finde die Karte richtig schön. Ja. Na, hier ist, könnte das Gras sein? Ich hoffe mal. Ja. Guck mal, ich sag mal 15.000 oder knappe 15.000 für so einen Anhänger oder 14.000, das geht schon. Ist schon okay. Komm ich mit über die Runden. Aber wir haben schon wieder so viele hier Fahrzeuge drin. Warte mal gucken, ob ich das löschen kann. Aber ich weiß nicht, warum der so viele Fahrzeuge da reinschreibt. Weil wir haben ja unsere Fahrzeuge und ansonsten sind ja keine auf dem Server. Ja, mal gucken, eigentlich konnten wir es irgendwo löschen. Ich glaube als Admin. Dann mache ich das gleich mal nach der Folge. Gucke ich da noch mal rein. Aber 4.000 habe ich bekommen für 10 Ballen, ist auch okay. Das ist eine gute Summe eigentlich für 10 Ballen. 1.700. Ja. Wenn das dann noch Silage ist, dann gibt es ja da noch ein bisschen mehr. Was kostet denn die Silage? Der Ballenwickler, den brauche ich ja definitiv dann, um damit Geld zu verdienen. Das ist der teure von Kuhn, der kostet 54.000. Und dann gibt es nochmal den für 33 von McCall. Ja, den habe ich im Singleplayer. Hm. Habe ich den mit drin. Ja, Quaderball, das ist ganz cool, weil da rollen die Ballen nicht weg. Oh. So, oh.
Boah, 190 PS quälen sie gerade einen Berg hoch und der Anhänger ist leer. Das hier ist aber knapp. Bald ja. Nicht zu weit, hier ist mein Hof. Das war's schon wieder für heute, für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst den Daumen bei uns da. Gerne konstruktive Kritik und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.